Moin Moin und damit herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Und ja, auch heute an meinem Geburtstag nehme ich natürlich wieder auf oder zeige euch eine neue Folge. Das soll ja alles weiterlaufen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Jo, weiter geht's heute mit der Göttin des Gemetzels. Das klingt doch schon super interessant und alles drum und dran. Und ich möchte Level 9 irgendwann erreichen. Also ich glaube, wir haben, glaube ich, gar keine Hauptmission gerade momentan so offen. Zumindest kennen die vom Level her. Genau, das Totenbuch ist eine Nebenquest, genauso wie das die Göttin des Gemetzes. Das heißt, die zwei werden auf jeden Fall in den nächsten beiden Folgen sein. Und irgendwann, als wenn die wenn wir dann Level 10 sind, geht es dann weiter mit Aya. Aber das ist jetzt erstmal nebenan. Stufe 17, das brauchen wir gar nicht gerade angehen. Level 23 genauso wenig. Und die Prüfung ist so weg und ist auch Nubis. Ignoriere ich gekonnt. Warum ignoriere ich es gekonnt? Da ich genug zu tun habe mit mir und meinem Job und auch natürlich mit den ganzen Projekten, die nebenbei kommen, werde ich es nicht schaffen, alle wie so hoch zu leveln. So, Missionsziel ist in der Nähe. Das hört sich beabsichtigt. Ich habe jetzt in letzter Folge keinen Fähigkeitspunkt ausgegeben. Warum habe ich keinen Fähigkeitspunkt ausgegeben? Einfach was irgendein so. So, wir müssen Philipp Hinge Hamu zu Manet. Warum habe ich keinen Fähigkeitspunkt ausgegeben? Genau, ich möchte den Adlerangriff haben. Der soll ja dann dazu fähig sein, Gegner zu betäuben. Und deswegen möchte ich ihn gerade erstmal nicht ausgeben. Sicher, Hamu. Der Mann stinkt nach Bier. Das riechst du von da, oder was? Komm mal mit dir. Danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Ach, keine Sorge. Ich meine, blöde Frage. Wenn ich ihn jetzt reinwerfen würde, und da wären Krokodile und Krokodile würden ihn angreifen, weil die Mission dann beendet, oder gibt es dann quasi eine andere? Also ich weiß nicht, hier funktioniert es gerade nicht. Ich weiß, dass es beim Mafia hat funktioniert. Da konnte nämlich deine Feinde dann ins Wasser werfen, dann kam der Krokodil, haben die gefressen. Ich habe ja Mafia 3 Let's Played. Aber wir sind jetzt mal dabei. Also da wird bestimmt noch ein bisschen was kommen. Ich glaube, für 600 LP brauchen wir nicht Besowski durch die Gegend tragen. Wenn ja, gibt es eine andere Mission natürlich noch. Manet! Manet! Das ist Pamu! Was ist mit ihm geschehen? Ach, der ist einfach nur ein bisschen besoffen. Sein Bedürfnis, auf Sachmet zu trinken, war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster! Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn es nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen? Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Ich wollte gerade sagen, sprich mit dem Hohepriester darüber, auf Pamu zu ersetzen. Wird er gefeuert jetzt oder weil er wieder mal wieder eigentlich über Durst trinkt? Verstehe ich das gerade zumindest. Klar, wir will schon Mitarbeiter, der ständig besoffen ist, wa? Egal welcher Job. Unzuverlässig und sowas, ne? Entschuldigung, ich muss mal da durch. Hallo, Priester. Ich bin da. Eure Heiligkeit. Ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Ach, wir sollen ihn ersetzen? Auch
wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Ich bin von Sachmet, die das zweigeteilte Land mit ihrer Flamme erleuchtet. Soll ich dir mit der Faust auf die Fresse hauen oder was? Für ihre Anwesenheit in dieser heiligen... Scheinbar, sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Der hat einen Speer und ein Schild und ich darf nur... Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Bitte Anzahl. Aha. Eure Herzen rein. Wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos? Lasst den Kampf beginnen! Seit undenklichen Zeiten, Alter, hat Sachmet die Löwen uns schon vor Isfets Gier behütet. Alter, also. Isfet war einst die Gefährtin von Ma'at. Der Göttin der Ordnung. Ich hab auf Sachmet gesetzt. Sie manipulierte ihre Waagschalen und fraß sich fett mit den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal. Vor Hunger kehrte sie. Alter, wie viel hatten wir erleben? Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch die Tür. Ihr Kampf währte schon 20 Tage. Ja, bin dabei. Ich hab den schön in der Ecke jetzt, oder was? Oh, Alter. Die Fänge der Löwen reißen die Dunkelheit. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Der Kämpfer der Sachmet drängt das Chaos zurück. Jetzt hab ich den schön in der Ecke. Sachmets Macht führt deine Hand. Die Fänge der Löwen. Du haust mal nicht an, mein Kollege. Seht, seine Waffe brennt mit dem Feuer der Sachmet. Ich bin jetzt fast durch. Viele sind nicht. Oh, Alter. Boah, mir tut gerade die Pfoten weh. Ich darf, ja, ja. Ach, der hat nichts mehr. Jetzt soll. Jawohl, ich hab gewonnen, ey. Oh, Alter, geht das auf die Pfoten. Ich hab besiegt am Ende doch noch. Ja, du musst halt, darf halt nicht aufhören. Du musst halt immer drauf, sonst kann dir nicht keine so eine Angriffe starten. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außer von Jamu. Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Jamu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. So, abgeschlossen. 800 Erfahrungspunkte. Oh, Sachmet-Kostüm. Oh, warte mal. Das möchte ich anziehen, das Ding. Montue. Weißkostüm und das Sachmet. Ja. Legendär Monteur. Ja, gut, okay, das haben wir ja klar. War ja klar, dass wir es kriegen. So. Ja, Eier. Scherenklingen. Die nehmen wir mit. Streitkolben brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die
Dies brauchen wir alles nicht. Und das Pausenschwert brauchen wir nicht. Okay. Gut, wir haben immer noch einen Fähigkeitspunkt. Aber erst wenn wir Level 9 sind, dann kriegen wir nämlich ein zweites. Was haben wir hier? So, Herstellung, Kecher. Okay, sehr gut. Was haben wir hier noch? Tetuba-Boden. Ausgerüstet, okay. Feldleichter Boden, ja, aber alles nicht. Eisen, aber alles mitgenommen. Okay. Ah, Litchlor. Gut. So, Jutti. Was man? So. Okay. Gut. Quest. Das Totenbuch. Gibt's dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.